Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Kosmotier. Wir hatten das letzte Mal eine Wahnsinnsplanungsfolge gehabt. Deswegen soll es jetzt hier direkt mal mit Action weitergehen. Wir fliegen mal direkt zu den Piraten. In der Hoffnung, dass wir da gut Schaden bei rausholen. So, das ist aber nicht der, den wir suchen. Den greifen wir natürlich trotzdem an. Weil blöd ist, wenn die dann zu dritt, zu viert aufeinander hängen. So, das wollen wir angreifen. Und da wird auch schon geschossen, perfekt. Ja, dieser Disruptor, ne? Der lähmt halt, oder der beeinträchtigt halt die Schiffselektronik. Ja, unser Schild steht, das ist gut. Arms. Na komm, zerstören wir das Schiff einfach. Ems. So, dann hier, bevor du wegfliegst, erstmal einsammeln. Mhm, da kommt unser Ziel. So, dann alle mal an Bord. Greift es an? Wir wissen es nicht. Ich hätte dich gerne mal rumgedreht. Oh, dann bleibt mal stehen, bis er da kommt. Den kriegen wir doch einfach hin, oder? Guck mal, da gehen wir doch direkt in die Mitte, würde ich sagen. Zack, weg. Ihr dürft bei mir an Bord kommen, wenn ihr für mich arbeitet. Das ist okay für mich. Okay, so, Frachträume sehen gut aus. Da soll ich jetzt hin, weil die Mission zu Ende ist, oder? Wir suchen noch die Station, zwei Stationen. Na gut, holen wir uns sonst erstmal das Kopfgeld ab. Aber bei Kopfgeldmission hat die Station jetzt keine mehr. Zahlung erhalten. Genau. Der Kunde. 39 von 45. Ja, akzeptieren. Wir wollen eh erkunden. Da ist noch ein Zielgebiet. Dann fliegen wir doch einfach hier direkt darunter. Also so direkt indirekt. Wenig Piraten in Sonnennähe. Aha. L-Station, die wir jetzt weggeschoben haben. So, was haben wir denn hier? Kopfgelder. Stufe 2 bis 3. Ah, wird schon schwieriger. Jetzt ist die Frage, sind wir schon dazu imstande? Ich nehme das einfach mal alles an. Besucher abstatten ist auch immer okay. Noch mehr Leute anheuern? Nee, machen wir nicht. Verkaufen wir alles. Und Blaupausen sind halt identisch.
beschießt mich. Echt jetzt? Naja, der da muss weg. Kannst auch einfach stehen bleiben, weil die anderen Türme schießen noch mit. Wie? Ich bin tot. What? Was ist passiert? Warum? Automatisches Speichern, ist das dein Ernst? Alle Hände verloren, all hands lost. Ich bin unbedeutend. Okay. Jetzt ist die große Frage. Wie muck wie dat? Neues Spiel? Spielstand laden? Ich würde mal sagen, den Fortschritt will ich euch jetzt nicht nochmal von vorne antun, oder? Wir laden mal den letzten Spielstand einfach. Wieso bin ich denn gestorben? Ja, das ist gut. Da war ich schon weg. Automatisches Speichern. Das hier. Sieht irgendwie anders aus, oder? Nee, du sollst ja nicht hinfliegen, weil... Wieso ist denn das so... anders? Warte mal, wie muss das aussehen? So, ne? So rum muss das sein. Das ist alles leer. Okay, dann fliegen wir jetzt nochmal darüber. Ich überlege gerade, wenn man diese Railguns aufbaut mit ein paar Sensoren, wenn die wirklich so eine große Reichweite haben, dann könnte man jetzt schon lange schießen, ne, bevor da überhaupt was passiert. So, genau, da gehen wir wieder direkt. Okay, das war... all too easy quasi. Ah, und dann können wir das Schiff gleich dicht daran bringen, wenn der da von oben kommt. Fliegt direkt weiter, okay. Ob das der ist? Die Richtung könnte hinkommen. Gucken wir uns mal an. Fliegt weg. Es bewegt sich. Okay, ich wurde gerade überlegt, was stationär ist. Gehen wir erstmal zur Station. Aha. Das ist nicht gut. Zwei will ich nicht. Einmal da hoch, bitte. Also so viel zum Thema, an der Sonne sind nicht viel, so viele Piraten. Doch, sind sie. So. Okay, da haben wir die Mission gleich abgeschlossen, nämlich kontaktiere. Ja, haben wir gemacht. So, die Kopfgelder ziehen wir gleich mal alle. Und die Erkundungsmission auch. Und kommt einer? Man weiß es nicht. Theoretisch könnte man so rumfliegen, hä? Dann gucken wir mal, was hier passiert.
Der hat keinen Kurs auf mich gesetzt, wird trotzdem mal gucken, was hier abgeht. Na, ja, komm schon, es fliegt da vorbei, ne? Wir sind nicht schnell genug. Ja, so viel zum Thema von wegen, die können keinen Abfangkurs berechnen. Okay, dann nehmen wir den. Ja, oh oh. Wenn ihr wegbleibt, ist okay. Ja, wirkt erstmal nicht so angsteinflößend. Was ist mit den Gittern? Kann man da drüber wegschießen? Schild halten. Das müsste hier Munition sein, wa? Wäre cool, wenn die erhalten bleibt, die Munition. Also immer schön weiter daneben schießen an der Munition vorbei. Oh. Nicht gut. Das Schild ist gleich weg wahrscheinlich wieder. Solange wie das Schild hält, wäre das okay, was jetzt hier passiert. Na komm schon. Mach das weg da, das Scheißteil. Die haben schon keine Energie mehr vorne, hä? Los, da sind so viele Leute an Bord. Das kann aber nicht wahr sein. Jetzt gibt doch mal ein bisschen Saft drauf auf die Waffen vorne. Danke. So, und jetzt einmal den hier, bitte. So, die können ja alle nicht mehr viel machen, ne? Pass mal auf, wir sammeln das erstmal ein hier. Kann ich so ein... Ah, okay. Okay, super. Man kann es also mit Linksklick gedrückt halten oder mit gedrückter linker Maustaste einfach so reparieren, das ist okay. So, dann jetzt er hier. Danke. Einmal dahin bitte. Kaputt? Kaputt.
Okay. Genau, hier sind noch Trümmer, die sammeln wir alle mit ein. Oh. Viele, viele Trümmer, die hier sind. Okay, gut. Das haben wir. Ab dahin. Ging ja einigermaßen gut. Drei Schiffe, die haben sich selber beschossen. Man hat unterschiedliche Piratenfraktionen. Hä? Ist okay, kann ich mitleben. Oh, das sieht doch gut nach einer Falle aus. Jetzt ist die Frage, was kommt hier? Etwas, das mir nicht gefällt, kommt hier. Okay, der ist weg. Dann jetzt der andere. Ach, schade, das Schild ist runter. Und wieso ist denn hier Panzerung? Und wieso musste ich meine Panzerung wegmachen? Was ist denn da anders? Weil wenn das so ist, dass ich das panzern kann, würde ich das auch gerne tun. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Anscheinend stationär, hä? Ja, das da nicht. Ja, kommt auf mich zu. Willst du etwa zu mir? Ah. So, warte mal, wie hat denn das jetzt da funktioniert? Der hat doch hier... Ja, das funktioniert tatsächlich. Warte mal. Nee, das ist jetzt alles. Das ist jetzt gar nicht das, was ich will. Warte mal. Rückgängig wäre irgendwie ganz cool, wenn das gehen würde. Warte mal. Steuerung Z. Ja, perfekt. Das machen wir mal. Genau, Molekül. Das.
Okay, das will er so nicht. Aha, das kann ich nicht panzern. Nicht verbunden. Wie jetzt? Hä, verstehe nicht, das geht nicht. Aber das geht. Merkwürdig. Ach so, weil das nicht als Verbindung zählt, aber das ist dann hier, ne? Das muss erst mal einer verstehen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. Wieso kann der denn das Ding hier einzäunen? Also einzäunen, ne? Einbauen und ich nicht. Ist teuer gewesen. Kommst du immer noch ran? Ja, du willst kämpfen, ne? Gefällt mir gar nicht. Was bist denn du für einer? Das überlebe ich doch nicht. Nicht ohne Panzerung vorneweg. Ach Mensch. Mal sehen, ob ich überhaupt das Geld schon habe, um das zu reparieren. Zweifelsfall muss ich das dann gleich mal organisieren. Da liegt ja noch so viel Zeug rum. Okay, hier waren einige Kopfgelder abgeschlossen. Okay, schön. Wir reparieren erstmal mit den Ressourcen, die wir noch haben. Okay. Dachte, die Musik sagte mir gerade, dass da noch jemand kommt hinter mir. So, dann verkaufen wir jetzt aber den Rest. Okay. War jetzt Gott sei Dank nicht so schmerzhaft. Aber es war schmerzhaft. Das sagt er von eben wahrscheinlich, hä? Dann lass doch den mal vorbeifliegen. Hier hätte ich gern noch die Wracks eingesammelt. Eigentlich wollte ich nur das machen, aber na gut. Wie das immer so ist. So, alle an Bord.
Okay, Lager sind einigermaßen gut voll. Wir haben gute Spulen an Bord, falls wir reparieren müssen. Fliegen wir mal da hoch. Ja, den lassen wir mal links liegen. Der war nämlich nicht unser Ziel. Der schon. Das mit der Panzerung nervt mich. Ja, hier auch wieder so einer. Erstmal das da. Ah, das ist schon wieder kaputt. Sehr schön. Los, Schilde hoch, wollte ich gerade sagen. Marr. Mal gucken, was passiert. Wir drehen uns erstmal hier lang. Ernsthaft jetzt? Ob das jetzt die neue Strategie wird dann? Ah. Totstellen quasi. Nee, der interessiert uns nicht. Ja, das nervt mich halt, dass unser Shit-Generator dann immer so häufig kaputt geschossen wird. Okay. Bitter. Ja, was fehlt, ist den einen noch rauszusetzen und hier Panzerung einzuziehen zwischen dem. Das ist auf jeden Fall ein guter Deal fürs nächste Schiffsdesign. Suche, achso, ist eine Quest, ja. Machen wir später. Jetzt machen wir erstmal hier den Rundgang. Ah, halt. Das ist bitter. Dann müssen wir das da angreifen. Sehr schön. Schilde stehen noch, perfekt. Schön vorbeifliegen. Sehr gut. Zwei fehlen noch, zwei Spulen, dann haben wir alles fürs Reparieren zusammen. Gut, dann fliegen wir mal jetzt hier lang. Das Fragezeichen, das hier war, ist auch nicht mehr aktuell, oder? Naja. Okay, aber die sind weit genug auseinander, zumindest noch.
Das ist das Ding, was uns das letzte Mal kaputt gemacht hat. Zwei Kanonen, ja. Das da macht unsere Schilder kaputt, das ist schwierig. Man müsste das irgendwie abtrennen, hä? Aber das kriegt man nicht abgetrennt. Ich glaube, für das Ding bin ich nicht fit genug, schon gar nicht mit dem Cockpit. Nee, das lassen wir mal. Ja, Feuerlöscher ist klar, haben wir ja drin. Ja, von mir aus kommt ihr mit. Das ist okay, die Station ist da direkt. Ah, ne. Gut, verkaufen wir mal wieder den Krams. Mal plus 10.000, sehr schön. Okay. Nee, du bist uninteressant. Hier müsste der andere noch rumfliegen. Relativ dicht beieinander beide. Nicht gut. Ja. Gut, dass das Schiff dabei nicht kaputt geht. Schauen wir mal, was das hier oben für ein Schiffsdesign ist. Ja, das ist besser. Dann sammeln wir den Mist mal ein. Beziehungsweise den Schrott. Oh. Okay. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da unten dran? An das Schiff. Oh, der kommt schon zu mir, hä? Vielleicht kann ich mich hier hinter den Dingern verstecken. Naja, er kommt nicht ran, okay. So, ob die gegeneinander kämpfen? Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Vielleicht kriegen wir den hier noch zuerst kaputt. Er scheint dem zu folgen, ha? Thank you.
Junge, weil er nicht repariert war. Oh doch, geil. Super. Okay, die sind mittlerweile einfach, aber der andere da unten, der wird mich nochmal in die Verzweiflung bringen, glaube ich, fürchte ich. Dadurch, dass wir den sein... Ach, wieder so einer. Na komm. Dadurch, dass wir den sein Disruptor nicht wirklich ausgeschaltet bekommen, haben wir da echt ein Problem. Genau das gleiche Mistding. Los, abhauen. Ja, komm, folge uns. So, die Brillen, ja, sehr schön. Was wir jetzt machen, ist hier nämlich einfach nur hin und her fliegen. So lange. Genau, bis die Station den zerhackt hat. Und dann sammeln wir den Krams jetzt ein. Wenn man jetzt irgendwie Technologie bergen könnte, wäre auch irgendwie cool, ne? So Baupläne oder so. Ich meine, gut, wir haben sie jetzt gekauft. Aber das wäre im Kern auch noch irgendwie eine Mechanik, die ziemlich cool wäre. Hm. Gut, wir sind eh schon in meiner Station, wir können mal verkaufen. So. Ich mal wieder ein bisschen Geld machen hier. So, und wie machen wir das jetzt mit dem letzten da drin? Auch so? Den einmal hier rüber locken? Ja, aber halt das für eine valide Strategie. Warum das eigene Schiff dafür kaputt machen? Wenn er so gierig ist, sonst unbedingt folgen möchte, soll er das gerne tun. Dass sie so viel Schub haben. Sehr gut. Okay, also ich hatte ja am Anfang mal gesagt, glaube ich. Die haben eine Logik, ne, dass sie erstmal das einsammeln und dann abbauen, aber ne, ist wahrscheinlich einfach nur, was am dichtesten dran ist. Okay, das Ding haben wir. Dann gucken wir doch mal, was da hinten jetzt los ist. Das liest sich ja so, als ob hier mehrere Piratenziele sind. Wenn das nicht eben, oder das Design von eben ist.
Dann mag das ja gehen. Da sind gleich zwei auf einmal. Ich weiß nicht, ob das gut ist. So, was kommt da? Egal. Halbwegs egal. Nehmen wir zuerst den. Okay, der ist schon futsch, weil er keine Triebwerke mehr hat. Sehr gut. Okay, auch gut. Ja, hat schon Schaden gegeben, ne? Aber ist okay. Okay, dann haben wir jetzt hier fast alles erledigt in dem Sektor, hm? Ja, das war's hier. Wir müssen noch mal irgendwo eine Station finden, ne? So, ist ein anderer Schiffsfriedhof, ah. Ja, hier. Oder nicht? Ja. Station. Okay, wir können ja nur verkaufen, das ist aber insofern auch okay. Keine neuen tollen. Ah, aber die sind billiger hier, guck mal. Machen wir das doch mal direkt. Okay. Dann hier noch ein Kopfgeld, die Dinger besuchen und dann haben wir's, hä? So, lass. Komm, letztes Kopfgeld. Lass es uns tun. Da ist es. Ah, das ist schlecht. So, was für ein Design bist du? Ah, noch sowas. Okay, den kriegen wir doch, oder was? Ja, macht natürlich Schaden, ne? Aber... Erledigt? Erledigt. Solange wie es nur Metallplatten sind, ist alles okay. Was ist denn da unten los? Ist da die Piratenbasis? Ein paar tote Astronauten? Ja, wer schert sich denn da drum? Sieht aus, als hätte ich irgendwo Erz aufgenommen. Ist das richtig? Nee. Tja, was kommt denn da jetzt? Einfache Beute, sehr schön. Was schießt du immer noch? Auf was schießt du? Hier ist doch irgendwas verbuggt, hä?
So, dann gucken wir doch mal. Hoffentlich ist das genauso wenig bedrohlich wie das andere. Oh, 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 oh. Renegade. Er wird gerade beschossen. Das ist hilfreich. Da mischen wir mit. Ja, genau. Schön. Danke. Teamwork zahlt sich immer aus. Genau, macht schön den Laderaum voll. Fleißige Bienchen. Sehr schön. So, fliegen wir nochmal darüber, wa? Und dann ist ja im Kern nur noch möglich, dass hier irgendwas ganz außen irgendwo ist. Ich denke mal, hier ist ein Stern drüber, weil wir hier eine Mission abschließen können. Mhm. Zerstöre Piratenbasis. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Okay, es gibt anscheinend noch ein paar Fragezeichen. Nehmen wir es mal mit. Kaufen wir den Rest trotzdem gleich mal hier. Bis 8000. Was ist da? Uran. Achso, mein Marker, den ich gesetzt hatte, ja. Okay. Gut, die Piratenstation ist nicht gemarkert. Vier Stationen haben wir schon. Oh ja. Ah, hier perfekt. Sehr schön. Genau, hier haben wir ja nichts. Hier brauchen wir nichts. Preise sind wirklich unterschiedlich, ja? Ich glaube, das wäre ganz gut. Weil das Uran bringt echt hammermäßig Geld. Und da hinten haben wir Uran liegen. Ja, warte mal, was ist denn jetzt los? Erkunde nochmal 3 Fragezeichen. Okay. Zu verschiedenen Systeme. Welches ist das? Theodorionis. Das da unten und das da, okay. Ah ja, und da haben wir hier auch die Fraktionssymbole, gut zu wissen. Und hier auch die Fraktionsgrenzen, hä? Okay, die beiden Missionen machen wir jetzt also nicht. Und das da oben zu beenden, ja, das werde ich, glaube ich, off-camera machen. Das ist ja im Kern nicht mehr viel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es denn in einen neuen Sektor geht. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, viel Gesundheit. Lasst gerne, wenn ihr wollt, ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, Kosmotier mit einem anderen Sektor. Leute, tschüss!